Hi, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es eine Leseempfehlung von mir, und zwar für Peter V. Brett, Das Lied der Dunkelheit. Das Buch hat mir unerwartet super gefallen. Wirklich, es war einfach nur mega, mega geil. Ich habe das Buch bei Toto liest auf dem Kanal entdeckt in einem, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem älteren Video. Bei mir ist das immer so, ich stalke immer so nacheinander die Booktuber durch im Moment. Ich gucke jetzt seit einem Jahr Booktube und irgendwie, wenn mir dann jemand gefällt, dann muss ich alle Videos von dem gucken. Und weil ich im Moment aus privaten Gründen zu Hause bin und sehr viel Zeit dann auch zwischendurch habe, ja, dann, wenn mir dann jemand gefällt, dann wird beim Frühstück, werden da mal so peu à peu alle Videos durchgeblättert. Thorsten, so ging es mir dann jetzt auch bei dir. Ich glaube, das war nämlich in einem älteren Video. Und da ist mir eingefallen, Mensch, das Buch hast du dir doch auch mal irgendwann zugelegt und das steht doch noch ungelesen bei dir im Schrank. Wieso hast du das eigentlich nicht gelesen? Dann habe ich damit angefangen und ich konnte es kaum aus der Hand halten. Also es war so geil, es war einfach nur mega. Ich bin absolut kein Fantasy-Leser. Überhaupt nicht. Ja, wobei, ich sage das immer so, ich bin kein Fantasy-Leser. Wobei die Geschichten, die mich umhauen, sind seltsamerweise immer Fantasy-Bücher. Vielleicht bin ich insgeheim doch ein Fantasy-Leser. Man weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mich noch selbst finden. Auf jeden Fall, dieses Buch hat mir mega, mega gut gefallen. Es geht hier um eine Welt, die der unseren sehr, sehr ähnlich ist. Es erinnert ein bisschen an unser Mittelalter. Es gibt nicht Kräuterhexen, aber es gibt Kräuterdamen, die sich ja auf Kräuterheilkunde verstehen, sagen wir es so. Dann gibt es sehr viele Leute in ärmlichen Verhältnissen und wir begleiten hier drei Hauptcharaktere, die aber, also unabhängig voneinander, die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Es sind drei unterschiedliche Personen und man erfährt immer abwechselnd ein Teil aus dem Leben der jeweiligen Person. Es geht zum einen um Arlen, dann geht es um Lesha und um Roger. Ich habe ihn Roger ausgenannt, vielleicht auch Roger, ich weiß nicht. Für mich ist es Roger. Diese drei begleiten wir immer abwechselnd. Und da ging es mir schon so, immer wenn dann so geswitcht wurde zu einem anderen Charakter, dachte ich schon so, nein, nein, ich will doch wissen, wie es jetzt bei dem weitergeht. Und dann ist man aber schon wieder so in dem anderen Charakter drin, dass wenn dann wieder zu Roger gesprungen wird, dass du dir dann denkst, oh Mann, ich will doch jetzt wissen, wie es mit Lesha weitergeht. Was macht der nur? Und dann bist du bei Roger und bist da richtig drin und denkst, ja, cool. Und dann flitschst du wieder zurück zu Arlen. Und du bist eigentlich froh, dass es endlich dann bei Arlen weitergeht, aber du willst ja auch wissen, wie es mit Roger weitergeht. Und ja, also ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es hat mir so, so gut gefallen. Es ist mir wirklich, es ist ein dicker Schinken. Es hat an reine Leseseiten, reine Geschichte, hat es 795 Seiten. Für mich ist das ein dickes Buch. Und ja, es ist nur so dahin geflogen. Und ich habe so ein Kopfkino gehabt, dass ich immer nur dachte, Mann, da muss ein Film zugemacht werden. Was wäre das ein geiler Film? Auf jeden Fall lesen, 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 lesen. Ich habe danach direkt eine Bestellung bei Rebuy getätigt und habe mir den zweiten Teil bestellt. Ich kann es kaum erwarten. Ich muss wissen, wie es da weitergeht. Ich werde so schnell wie möglich dazu greifen, um die Geschichte weiter zu verfolgen, weil das Ende, ja, das hat sich so langsam alles aufgebaut und man ahnte schon immer, in welche Richtung es gehen wird. Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass es in dieser Welt halt Dämonen gibt, gegen die die Menschen kämpfen. Und sie haben dafür nur ein Mittel, um diese Dämonen zu bekämpfen. Und zwar sind das Siegel, gezeichnete Siegel, geritzte Siegel. Nur mit diesen Siegel können sie sich und ihre Familien schützen. Und deswegen verschanzen sich diese Leute, wenn es Nacht wird, in ihren Häusern. Die Häuser sind durch Siegelkreise geschützt. Ja, und kommen erst wieder raus, wenn dann wirklich morgens die Sonne wieder aufgeht und die Kreaturen im Nebel mit der Nacht verschwinden. Ja, und das Ende ist dann einfach, ja, geil. Also lest dieses Buch,
Ich bin hin und weg. Vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du mich da noch mal drauf gebracht hast. Ja, Hammer. So viel dazu.